Guten Morgen, gesunde Zucker, das Buch von Dr. Emil Mondoa und Mindy Kitai. Dieses Buch hat mein Interesse geweckt. In Zeiten von Low Carb, also wenig Kohlenhydrate, ist der Titel ja wie so ein Affront, gesunde Zucker. Und ich habe da gar nicht groß weitergelesen, was das Buch genau geht. Ich habe den Verlag angeschrieben, habe gesagt, das Buch will ich haben. Ich will die... ja, meine andere Darstellung gerne wissen. Und ja, und dann habe ich mir das Buch sozusagen schicken lassen, dank an den Hans Nitsch Verlag. Und ja, dann habe ich reingelesen. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Der Buchtitel ist Die süßen Heiler, Glykonährstoffe und ihre erstaunlichen Fähigkeit, uns gesund und leistungsfähig zu halten. Wie wir mit Aloe Vera, Heilpilzen und anderen Nahrungsergänzungsmitteln einen Mangel an diesen lebenswichtigen Zuckern vorbeugen können. So, das klang auf jeden Fall auch vielversprechend. Und... erstmal, was ich richtig gut finde, das Buch hat alle seine Erkenntnisse, die es hat, hinten auch mit Studien belegt. Das ist immer so ein Punkt, ohne den kann das Buch schon gar keine 5 Sterne bekommen und kann das Buch auch von mir persönlich nicht empfohlen werden. Weil in dieser gesamten Diskussion über die gesündeste Ernährung oder über eine gesunde Ernährung oder über ernährungsrelevante Dinge, die einem helfen können, bringt es nichts, wenn man einfach nur theoretisch für sich irgendwas so daherredet, sondern es muss belegt sein zum einen oder es ist ein Teilen von persönlichen Erfahrungen. Das ist etwas anderes. Bloß das Teilen von persönlichen Erfahrungen, da muss man auch wieder agglomerieren, also da müssen hunderte Berichte zusammenkommen, die sich dann decken von ihrer Quintessenz der Aussage und dann kann man damit auch was anfangen. Aber wissenschaftliche Studien sind ja oftmals genau das, empirische Untersuchungen, und da macht es einfach mehr Sinn. Und das Buch hat seine Erkenntnisse auch wissenschaftlich belegt. Ich muss natürlich zusagen, ich kontrolliere die Studie nicht. Ich nehme das einfach mal an und, ja, und sage dann einfach, okay, das wird dann auch so darin gestanden haben. Okay, es gibt insgesamt 8 essentielle Saccharide. Und Fructose ist im Übrigen keins, aber die 8 Saccharide, ich kriege es auch nicht mehr zusammen. Glucose war auf jeden Fall eins. Und diese 8 Saccharide sind unglaublich essentiell. Er hat erstmal so zu den 8 essentiellen Sacchariden was gesagt und dann hat er quasi fast 200 Seiten geschrieben, welche davon bei welchen Krankheiten helfen. Und ja, und am Anfang, wo er dann über die Saccharide geschrieben hat, dann kam dann halt schon so bei mir das, was er im Titel auch schon geschrieben hat, so langsam hoch. Es ist fast, also so wie er das empfiehlt, auch in den Mengen, fast nur möglich, über Nahrungsergänzungsmittel diese Glykonährstoffe zu sich zu nehmen. Fast, es ist auch anders möglich, aber im Großen und Ganzen hast du wirklich Aloe Vera und du hast die Reishi-Pilze, die Shiitake-Pilze, die Maitake-Pilze, die einige enthalten, und einige Weizenprodukte und Reiskleie hast du noch. So, das ist jetzt nicht so viel, und er verweist, wenn er redet, eigentlich fast ausschließlich auf diese Glykonährstoffe als wie Nahrungsergänzungsmittel. Das ist echt harte Kost für mich, weil ja, das wirkt halt so ein bisschen wie Nahrungsergänzungsmittel verkaufen. Das Buch ist halt auch schon etwas älter, ich glaube 2000 oder so ist es geschrieben, und ja, 2001, und entsprechend, ja, muss man da auch abstrahieren, muss sagen, okay, wir nehmen mal die Erkenntnis über die Glykonährstoffe heraus und überlesen halt immer, dass er uns die Nahrungsergänzungsmitteln da auch empfiehlt, weil die gesundheitliche Wirkung der Glykonährstoffe sind tatsächlich, unter der Voraussetzung, dass die Studien stimmen, belegt, und sie sind durchaus erstaunlich. Da sind einige Krankheiten enthalten, wo ja, es sehr, sehr schwer ist, in der traditionellen Medizin ein Heilmittel zu finden oder was hilft, unter anderem natürlich Krebs oder Autoimmunerkrankungen, aber auch sowas wie das chronische Müdigkeitssyndrom und so weiter, wo er erstaunliche Erfolge gehabt hat. Er selber ist ja auch Arzt und er verweist auch auf andere Ärzte, die damit umgehen, gibt auch da Verweise, die
damit auch arbeiten und gibt auch Verweise. Und es ist auf jeden Fall eine gute Alternative, mal über diese Glykonährstoffe zu gehen. Und er hat es zumindest geschafft, dass ich mir tatsächlich Reishi-Pilzpulver gekauft habe und da mal ein bisschen was probieren möchte. Aber ja, ich habe halt wirklich zwar den Eindruck gehabt, dass er die Glykonährstoffe sehr, sehr, also diese Nahrungsergänzungsmittel sehr bewirbt, ohne da jetzt explizit genau was anzugeben, sondern halt nur eben Glucose oder kriegt die alle nicht mehr zusammen. Also dass er kein eigenes Produkt bewirbt, das war es mal schon gut, und dass diese ja auch alle enthalten sind in natürlicher Nahrung. Und er hat ja auch geschrieben, man kann es in der natürlichen Nahrung nehmen, muss man halt sehr viele Shiitake-Pilze essen oder so weiter. Ne? Also von daher, ja. Er erklärt auch biochemisch, warum Saccharide für die Kommunikation innerhalb der Zellen und auch zwischen den Zellen, warum die essentiell sind. Und er erklärt das, und da ist wirklich, wirklich 5 Sterne dafür, er erklärt das extrem laienfreundlich. Also ich habe selten ein Buch gelesen, was biochemische Zusammenhänge so laienfreundlich erklärt. Also dafür kriegt er echt wirklich ein großes Kompliment. Echt wirklich ohne Abstriche. Und er verweist dann auch darauf, weil die Proteine werden oft in der Rolle der Kommunikation innerhalb des Körpers werden besonders hervorgehoben. Aber aus 4 unterschiedlichen Aminosäuren lassen sich nur 24 verschiedene Moleküle herstellen. Und umso mehr Moleküle, umso mehr Möglichkeiten hat natürlich der Körper, andere Informationen zu verbreiten. Aus 4 unterschiedlichen Sacchariden lassen sich keine 24 Moleküle herstellen, sondern 35.560 Moleküle. Und da sieht man, welch unglaubliches Potenzial innerhalb der Kommunikation zwischen den Zellen, und nichts anderes passiert bei Krankheiten. Kommunikation ist zum Beispiel gestört. Ja, da lässt sich viel, viel mehr machen, und der Körper hat viel ein höheres Potenzial, wenn in diese 8 essentiellen Saccharide oder diese 8 Glykonährstoffe zur Verfügung stellen, als wenn er das mit Aminosäuren bewerkstelligen muss. Genau. Er sagt auch, was ich gut finde, dass die Glykonährstoffe kein Allheilmittel sind, also kein Wundermittel, aber sie sind auf jeden Fall ein viel wichtigeres Mittel als zum Beispiel jetzt Proteine und viel essentieller für den Körper und auch für die Heilung und Genesung. Und letztlich nach Abschluss des Buches, am Anfang war es mir dann schwer weiterzulesen, aber ich habe ihm dann irgendwann verziehen, dass er halt nur nach Nahrungsergänzungsmitteln geht, und er ist halt ein Arzt, er hat gesehen, okay, Glykonährstoffe helfen, und also konzentriert er als Arzt, ne, hast halt diese Zusammenhänge, da gehst du nicht über die Natürlichkeit. Und entsprechend macht das dann auch Sinn, gerade weil er wirklich kein eigenes Produkt bewirbt, sondern dann halt eben die Nahrungsergänzungsmittel einfach so erklärt, also den Inhaltsstoff. Und ja, von daher gut. Ansonsten auch, das Ganze, diese Krankheitsbewältigungssachen sind für ihn als Arzt natürlich notwendig, aber er sagt Vorbeugung. Vorbeugung ist das Entscheidende, und Krankheiten zu besiegen ist sehr, sehr schwer, weil oft man, wie ihr das ja auch alle wisst, man diese Symptome, die Krankheiten als Symptome bekämpft, und die Ursächlichkeit, dass man sich zum Beispiel falsch ernährt, zu wenig Glykonährstoffe zu sich nimmt, da außen vor lässt. Und da, ja, da punktet das Buch wirklich voll. Also es ist echt ganz schwer. Ich schwanke halt zwischen 3 und 4 Sternen für mich, das Buch zu beurteilen. Das Buch ist gut geschrieben, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sehr gut für Laien verständlich, und es gibt viel Inspiration, neu zu experimentieren und durchaus auch mit natürlichen Mitteln wie Aloe Vera oder die verschiedenen Pilze, die es gibt. Das sind so die 2 großen Punkte, und Reiskleie. Aber er setzt halt immer auf diese künstlichen Nahrungsergänzungsmittel oft, und ja, um das halt einfach konzentriert dem Körper zuzuführen. Ich würde trotzdem alles in allem sagen, das ist ein Buch, wer sich dafür interessiert, was ich jetzt so gesagt habe, das kann man sich mal durchlesen, und da ist einiges Interessantes dabei. Also ich gebe dem Buch einfach mal 4 Sterne und bin sehr, sehr gespannt, wenn es einer von euch gelesen hat, was er dazu sagt. Ob er auch so ein ambivalentes Gefühl hat oder ob er eventuell total begeistert ist. Das Buch ist ja schon, wie gesagt, fast 20 Jahre alt. Und ich probiere jetzt Reishi-Pilzpulver dank Dr. Emil Mondor. Naja, und werde dann berichten. Da gebe ich euch natürlich auch wieder Bescheid, wie ich und was experimentiere. Und na, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen.
Bis morgen, euer Christian.